Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu F1 Manager 2022. Ja, die letzte Folge ist mittlerweile über einen Monat her. Ich hatte einfach sehr viel Spaß an vor allem Need for Speed und jetzt machen wir allerdings auch weiter hier im F1 Manager. Dadurch, dass die letzte Folge jetzt wie gesagt schon ein bisschen länger her ist, haben wir heute die lustige Aufgabe herauszufinden, was zur Hölle ist eigentlich Phase überhaupt? Was ist mein Plan? Wie geht das Ganze hier weiter? Ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise. Ja, ich würde sagen, der erste Schritt ist erstmal in die Nachrichten reinzugehen. Aramco an Schulen, mach mal. F1 an Schulen, genau, Aramco an Schulen wäre auch interessant. Nee, F1 an Schulen. Österreich war ganz gut, glaube ich, vom Ergebnis, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben eine Erwartung übertroffen zumindest, von daher alles fein. Wir haben neue Aufhängungen gebaut, die ist aber schon in beiden Fahrzeugen eingebaut. Okay, wie sieht es in der Entwicklung gerade aus? Das interessiert mich gerade mal. Wir designen einen Unterboden und wir designen einen Heckflügel. Jetzt ist die Frage, das sind Projekte für dieses Jahr noch, okay. Das heißt, danach würde ich sagen, forschen wir für nächstes Jahr auf jeden Fall voll rein. Würde ich jetzt einfach mal an der Stelle vorschlagen, definitiv. Was haben wir hier denn? Wie du weißt, können wir zwischen den Saisons die Vorschriften ändern, welche die Formel 1 definieren. Ja, ja, genau. Oh Gott, bitte nicht das alte Punktesystem. Bloß nicht, ey, das ist schlimm. Das packe ich überhaupt nicht. Was haben wir hier? CFD-Simulator haben wir geupgradet. Okay, nice. Das wird uns in der Entwicklung hoffentlich noch einiges bringen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Haben wir Entwicklungspunkte? Wir haben Entwicklungspunkt für Fittipaldi. Das ist schon mal nicht schlecht. Genau, wir haben immer noch das Hülkenberg-Problem, richtig? Ja. Wir haben immer noch das Hülkenberg-Problem, dass die Bremsen leider immer noch echt schlecht sind. Und da kommen wir leider halt nicht so ganz voran. Schwierig. Haben wir hier Entwicklungspunkte? Ja, haben wir. Gary. Ein bisschen besseres Boxen-Crew-Management. Ja, doch, der Rest scheint dann soweit zu passen. Wir haben 8 Millionen gerade auf dem Konto. Wir upgraden gerade das Autotestzentrum und die Wetterstation. Es würde halt schon einiges bringen, die Fabrik zu upgraden. Wir hätten danach noch knapp über 1 Million übrig. Ich glaube, das machen wir mal. In der Konstrukteurswertung stehen wir aktuell ja im Kampf um P4 mit Alfa Romeo und Alpine. Es wäre, glaube ich, sogar gar nicht schlecht, wenn wir am Ende auf P6 wären. Langfristig gesehen, weil wir nächstes Jahr dann mehr Entwicklung hätten. So arbeiten wir aber nicht. Neuer Unterboden ist fertig. Nice. Da bauen wir doch mal ein paar. Frage ist in 10 Tagen, das heißt, bau die mal ein bisschen schneller. Und wir brauchen 4 Stück insgesamt. Bin mal gespannt, der sollte uns auf jeden Fall ein bisschen nach vorne bringen. Genau, wir gehen jetzt sofort ins Design wieder rein. Und gehen jetzt aber in die Forschung für nächstes Jahr komplett. Würde ich mal sagen. Wir haben bisher nämlich noch gar nichts geforscht. Okay, das ist nicht viel, muss man sagen an der Stelle. Das ist gar nicht viel. Aber ja, dann wollen wir auf jeden Fall hier gut reinpushen. So. Ich meine, wir sind auch in der Saisonhälfte. Ich glaube, ab jetzt wirklich All-In auf nächstes Jahr zu gehen, ist keine schlechte Sache. Wetterstation geupgradet, nice. Das nehmen wir gerne mit. Unterboden. Ja, gut, da bauen wir eh gerade neue. Alles gut. Und einen neuen Heckflügel haben wir. Nice. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein gutes Upgrade-Paket und wir haben nicht genug Geld, um das alles zu bauen. Super. Ich weiß halt nicht, ob ich pleite gehe. Wenn ich nur 40.000 übrig habe, okay, dann fahren wir das Wochenende noch mit dem alten Heckflügel. Kein Problem. Macht ja nix. Autotestzentrum fertiggestellt. Die Mehrheit hat dagegen gestimmt. Sehr gut. Also das hätte mich wirklich gestört, wenn das durchgegangen wäre. Ich sag's, wie es ist.
So. Qualifying-Rang. Ja, gut, jetzt ist halt die Frage. Warte mal. Als erstes bauen wir den neuen Unterboden ein, der schon sehr, sehr gut ist auf jeden Fall. Nice. Ich nehme den gerade da dann eigentlich. Wenn wir jetzt mal vergleichen mit, ja, vergleichen wir nochmal mit Alpine. Dann haben wir eigentlich das bessere Fahrzeug. In den meisten Aspekten. Dann scheitert es an den Fahrern, muss man sagen. Ja, ich würde jetzt aber mal sagen, beide in die Top 15. Ne, Q3 glaube ich jetzt gerade mal nicht dran. Ausnahmsweise. Zielplatzierung. Würde ich sagen, beide Top 14. Was haben wir denn? Glücksträhne. Okay, wenn wir die ausgezahlt bekommen würden, wäre das schon ganz nice. Alright, let's go. Aber auch interessant, wir können uns nicht verschulden. Das ist gut zu wissen. So, rein ins Training. Was sagt unser Motor? Der Motor ist noch, der ist ja fast frisch. Okay, auch nicht schlecht. So. Ihr kennt's, wir machen am Anfang nur minimale Änderungen. Ich muss jetzt hier ja tatsächlich auch erstmal ein bisschen erstmal wieder reinkommen. Das kannst du hier, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Also ich bin mal gespannt. Wie gesagt, wir haben jetzt einen sehr guten Unterboden, auf jeden Fall einen neuen. Den Neckflügel haben wir ja noch nicht, weil, wie gesagt, kein Geld. Aber ich bin mal gespannt, was allein der neue Unterboden uns bringt. Wie wir damit dastehen. Ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, dass wir die letzten Male immer so im Rahmen der unteren Top 10 waren. Beziehungsweise halt auch teilweise ein bisschen drüber hinaus, so 12, 11, sowas in dem Dreh. Aktuell auf jeden Fall gute Zeiten von beiden. Ocon wahrscheinlich. Ocon auch auf Soft. Ui, okay. Russell und Hamilton auch auf Soft. Interessant. Aber ja, wir sind jetzt auf jeden Fall auf einem Level, wo wir die Entwicklung auf nächstes Jahr fokussieren können. Wenn wir nach dem Wochenende die Boni ausgeschüttet bekommen, dann stehen wir auch finanziell wieder gut da. Das funktioniert ohne Probleme. Das Target ist, würde ich sagen, bis 2023, sorry, ich war schon ein Jahr weiter, dass wir 2023 Podiumsanwärter werden und 2024 um den Titel kämpfen. Ich meine, das war unser Plan. Und für den Fall, dass wir jetzt wirklich uns noch 2022 im vorderen Mittelfeld behaupten können, stehen wir dahingehend ganz gut da. 78%, das ist okay, definitiv. Ich habe jetzt noch bei vielen Sachen leider keine Ahnung, in welche Richtung du willst. Würde jetzt mal irgendwas in die Richtung hier schätzen. Ja, keine Ahnung, irgendwas in dem Dreh. Okay, den Mediumsatz aufzusparen für das Rennen wäre wahrscheinlich eine gute Sache. Machen wir 25 Runden auf den Reifen. Ja, probieren wir hier mal was relativ ähnliches, würde ich sagen. Alright. Let's go. How's your balance? Ich habe es wirklich vermisst tatsächlich, die Karriere hier. Weil das halt auch, und das ist, finde ich, eine coole Sache, an diesen allgemeinen DNF-1-Spielen, so versuche ich ja das Projekt aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die das Projekt bei mir so interessant macht, ist, dass ich wirklich versuche, auch eine Story drumherum aufzubauen, dass ich jetzt quasi nicht einfach nur das Spiel spiele, sondern das Ganze wirklich behandle, als wäre das jetzt eine reale Formel-1-Saison, halt in einem alternativen Universum.
So versuche ich das Ganze hier aufzuziehen. Und das finde ich halt schon sehr, sehr cool. Und das schaffen halt beide F1-Spiele, finde ich sehr gut. Egal, ob jetzt F1 22 oder F1 Manager 2022. Es sind jetzt ja auch ein paar Patches noch erschienen seit dem letzten Mal, beziehungsweise ein relativ großer und ein kleiner, wenn mich nicht alles täuscht. Und da sind jetzt ein paar Sachen wirklich auch nochmal gefixt worden. Jemand ist von der Linie oder auch ein paar Sachen einfach, ja, abgeändert worden. Wie beispielsweise, dass das DRS nicht mehr so unfassbar OP sein soll. Konnte ich jetzt noch nicht testen, aber werden wir auf jeden Fall rausfinden. Oder auch, dass man sich jetzt zurückrunden kann, wirklich. Was eine Sache ist, die in so Monaco leider echt ein bisschen was gekostet hat. Also, sie arbeiten halt auch wirklich immer noch an dem Spiel. Wie viele Updates jetzt noch kommen, ist halt fraglich, weil sie werden auch den Fokus jetzt auf den Nachfolger legen, definitiv. Aber das waren ja auch so ein paar der Hauptkritikpunkte, die ich noch hatte an dem Spiel, definitiv. Und wenn die jetzt wirklich halt gefixt wurden, dann, hey, bin ich happy. Ist halt ein bisschen schade, dass das Ganze dann 5 Monate gedauert hat, bis das so behoben wurde. Beziehungsweise, ja, 4,5, sagen wir einfach mal. Aber hey, also, immerhin. Sagen wir, es ist immerhin. Okay, das wundert mich. Okay, nice, direkt optimal bei Hülkenberg. Dann wird Mick aber auch mindestens großartig sein, oder? Ziemlich sicher. Ja. How is the balance? Feels very good in the car. Okay, in FP1 direkt ein optimales Setup zu haben, ist halt insane gut. Und wir haben Mick auf P9 und Hülkenberg auf P12. Das ist nicht schlecht. Sagen wir es, wie es ist. Vor allem auch noch 100%, nicht mal 98 oder so, sondern direkt 100. Nice. Richtig gut. So, was haben wir hier noch? Traumhaft. Warte mal, dann probieren wir das einfach mal über den Sturz zu lösen. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Keine Ahnung, werden wir rausfinden. So, ja, und Nico, du kannst einfach fahren, ne? Mit Nico machen wir 2 kurze Stints auf den Soft. Und dann FP3 halt einen sehr, sehr kurzen Soft-Stint mit irgendwie 5 Runden oder was, keine Ahnung. Und dann halt einen langen Stint auf harten. Würde ich einfach mal sagen. Klingt zumindest vernünftig. Nico ist gerade aber auch echt nicht langsam, muss man sagen. Also vielleicht sind wir hier jetzt wieder in einer Position, in der wir mit beiden fahren und Punkte kämpfen können. Das wäre ganz schick. Würde ich nehmen. Ich meine, vielleicht haben sie jetzt auch ein bisschen das Ganze angeglichen, dass die Fahrer nicht mehr so unfassbar krass viel ausmachen. Das kann sein, dass sie da performance-technisch noch ein bisschen was gefixt haben, weil wir haben ja einen richtig, richtig guten Wagen. Und Mick Schumacher und Nico Hülkenberg sind jetzt auch nicht unfassbar schlechte Fahrer. Also die würden den Wagen schon gut Richtung Punkte stellen. Ich meine, wir müssten aktuell so den 4. oder 5. besten Wagen haben sogar. Deswegen, das sollte eigentlich funktionieren. Vielleicht haben sie da wirklich in der Performance noch mal ein bisschen was gepatcht. Das wäre nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen mehr an der Realität dran wären. Würde ich nehmen, auf jeden Fall. So, Mick, sag mir optimal. Dann bin ich happy. Come on. Willst du mir jetzt echt weismachen, dass ich nicht 5 von 5 Daten bekomme? Doch. Okay, Moment, falsche Richtung. Das heißt, wir gehen den Sturz mal einfach einen in die Richtung und dann sollte das passen. In der Theorie. So, Nico kriegt einfach neue Reifen und darf Insel wieder raus. Nice.
Wie gesagt, Nico ist von der Zeit gerade auch nah an Mick dran. Hat sich da etwa jemand gedreht? Tragisch. Und Nico gerade jetzt sogar vor Mick. Aber gut, Mick ist auch noch keine wirkliche Runde auf den Softs gerade gefahren. Also auf dem zweiten Soft, und hängt jetzt hinter Stroll. Schwierig. Aber sagen wir, der Schein kann auch trügen. Also wir hatten das schon relativ häufig, dass wir in einem Rennen gut dastanden und im nächsten dann da ist noch jemand von der Linie abgekommen. Eher nicht so. Deswegen lass uns davon mal nicht jetzt zu krass ermutigen. Wie gesagt, wir haben einen krassen neuen Unterboden, der auf Frankreich natürlich elementar wichtig ist. Und wir werden auf nächstes Mal dann auch hoffentlich den neuen Heckflügel haben. Aber das heißt nicht, dass wir bis zum Ende der Saison auf jeden Fall so dastehen, wie wir gerade dastehen. Das muss es nicht unbedingt heißen. Ich hoffe, ich kriege von Mick noch die Setup-Daten. Also 5 von 5 werden es nicht, aber hoffentlich zumindest 4 von 5. Okay, 4 von 5 haben wir. Immerhin. Also bei Nico instant getroffen und bei Mick dauert halt einfach 3 Jahre. Eieiei. Ja, letzte Runde für Mick, das wird nicht auf 5 von 5 hochgehen. Doch, wird's. Aber immer noch nur großartig. Okay, understood. Okay, P7 und 8 wäre halt absolutes Best-Case-Szenario, sagen wir es, wie es ist. Okay, 96, das ist strong. Damit kann man arbeiten, auf jeden Fall. Ja, mehr braucht man nicht. 96 ist genug, definitiv. Das heißt, ihr fahrt jetzt beide einen kurzen Soft-Stint, 15 Runden. Und dann fahrt ihr nochmal auf harten raus, solange wir brauchen. Radio-Check-Mick. Alright. Aber doch eine gute Basis auf jeden Fall. Ich meine, wir dürften bei beiden auf die 15 Punkte kommen. Teilekenntnis kommen wir gerade relativ hoch. Track-Knowledge werden auch beide noch auf 100 kommen. Das passt, das passt. Joe ist richtig langsam gerade. Allgemein Alfa Romeo nicht stark. An dem Wochenende hier. Die sind deutlich langsamer als wir gerade. Gut, Bottas ist auf Mediums unterwegs, aber trotzdem. Interessant. Och, Hamilton gerade hinter uns. Habe ich irgendein Monster erschaffen oder was ist die Phase? Naja, wir werden es in der Quali gleich sehen. Ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass Practice halt absolut nichts aussagt, einfach gerade. Dass ich in der Quali gleich wirklich auf die Fresse kriege. Ich sehe schon, jetzt gerade sieht das aus, als würden beide easy in Q3 reinkommen. Und gleich ist Hülkenberg in Q1 raus. Ich sage es euch. Na guck mal, er ist wirklich nah dran von der Zeit. Jetzt gerade. Das ist krass. So, wie gesagt, ihr kriegt einfach mal ein paar Runden extra Sprit. Warum auch immer Hülkenberg eine Runde mehr gefahren ist, auch interessant. Naja, wir holen die wieder rein, sobald wir die Teile-Knowledge auf 100% haben. Ich glaube, das kriegen wir noch hin, potenziell. Mal schauen. Oder ich habe euch auf den. Ja, ich habe euch auf den harten rausgeschickt. Wäre halt gut, wenn das noch auf 100 hochgeht. Auch wenn wir es im Endeffekt nicht ganz brauchen, aber wenn wir nächstes Mal beispielsweise. Oder nicht nur beispielsweise, wenn wir nächstes Mal den neuen Heckflügel draufschrauben, dann sind wir wieder bei 80. Und ich wäre dann lieber bei 80 als bei 76. Weil ansonsten fehlt uns dann nächstes Mal vielleicht wirklich ein
Punkt. Okay, das wird aber nicht auf 100 hochgehen. Ich glaube, 97 noch maximal. Das klang nach Dreher. Bitte. Ja, okay, da passiert nichts mehr. Komm wieder rein. Da tut sich nicht mehr viel. Dann müssen wir gucken, was kam nach Frankreich nochmal? Nach Frankreich kam... Kam da Ungarn? Oder Spa? Könnte auch Spa gewesen sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, nächstes Mal müssen wir dann halt schauen, dass wir das hinbekommen. Aber hey, das kriegen wir hin. Dann kommen wir nächstes Mal wahrscheinlich so Richtung 90-91%, was die Teilekenntnis angeht. Und dann das Wochenende darauf eben auf 100. Das macht ja in der Grundlage nichts. Krass, wir sind wieder hier. Die 7 und 8. Also wenn das halt so ist, dann haben wir entweder gerade echt eine Granate von Fahrzeug oder sie haben wirklich das Balancing nochmal ein bisschen überarbeitet. Was ich nicht schlecht finden würde, weil wie gesagt, wir haben es gerade gesehen, wir sind dem Alpine eigentlich sogar relativ deutlich überlegen, was den Wagen angeht. Wir beide bei 15 Punkten, das ist wichtig. Alright. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt mit einem Reifensatz geschmeidig in Q2 reinkommen mit beiden Fahrern. Mick fahren wir als Ersten. Ja, lassen wir als Ersten fahren, weil er einfach so einen Tacken schneller war als Nico. Ah, Nico wurde jetzt, glaube ich, von Bottas auch aufgehalten. Naja, fehlt eine halbe Sekunde. Das ist natürlich nicht gut. Mick ist wirklich eine halbe Sekunde oder 14. Grad vor Ocon. What the fuck? Also wir lassen Nico jetzt auf dem Altreifen nochmal fahren, weil ich möchte jetzt wirklich einfach es mal drauf ankommen lassen. Ich möchte jetzt wirklich gucken, ob das wirklich so ist gerade. Weil er wurde jetzt von Bottas aufgehalten. Das heißt, er würde auch auf dem alten Reifen nochmal eine deutlich bessere Runde schaffen. Als ob der Alfa Romeo echt so trash ist gerade. So, Nico. Jetzt will ich was sehen. Krass. Oh, holy shit. Und das war jetzt auf alten Reifen. Auf alten Reifen vor allen anderen im Mittelfeld. Krass. Das heißt, in der Theorie schafft Mick das jetzt auf den Reifen. Nico, dass wir erst auf dem Reifen fahren, kann gut sein, dass wir den hier brauchen werden. Aber ich möchte jetzt wirklich mal das Ganze auf Extreme nochmal überprüfen. Es kann sein, dass wir beide nochmal auf frischen Reifen rausfahren lassen müssen. Also bei Nico relativ sicher, bei Mick? Ja, mal schauen. Beide auf jeden Fall nicht aufgehalten auf der Runde. Ja, wie gesagt, bei Nico sehen wir die alten Reifen. Ich ziehe mal vorsichtshalber bei beiden schon mal frische auf. Wie gesagt, Nico müssen wir auf jeden Fall nochmal rausschicken. Ich glaube nicht, dass wir Mick nochmal rausschicken müssen. Der ist gerade safe um 6 Zehntel. Ich glaube nicht, dass ich da nochmal ihn fahren lassen muss. Mick bleibt drin. So, Nico.
Scheiße. Das ist natürlich bitter. Nico hatte einfach Lock ab und hat deswegen seine Runde weggeworfen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das wäre, glaube ich, unser erstes Doppel-Q3 geworden. Ah, okay, ja. Egal, wir haben gesehen, Nico hat eine richtig, richtig gute Pace. Wir kriegen Nico in die Punkte rein im Rennen. Safe. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ja, belastet halt. Aber machst du nichts. Wie gesagt, im Rennen kriegen wir ein Safe durch. Wir haben gesehen, er kann die Pace von Mick ungefähr mitgehen und Mick ist gerade einfach strong. Ja, wieder 3/10 Abstand auf Gasly. What the fuck? So, Mick. Jetzt will ich was sehen. Ich will lila Sektoren haben. Und nein, das ist nicht zu viel verlangt, auf keinen Fall. Den gelben Sektor wollen wir jetzt nicht unbedingt sehen. Kommt zumindest grün. Okay, Mick gerade nicht auf dem Kurs, dass er sich verbessert. Jetzt ist die Frage, trügt der Schein oder geht da noch ein bisschen was? Ist egal, er ist sowieso Siebter, okay. Ja, aber wenn er noch eine halbe Zehntel gefunden hätte, wäre er vor Russell gewesen. Holy shit. Ja, super ärgerlich mit Nico. Nico wäre auch hier gewesen, auf jeden Fall. Wir hätten 7 und 8 haben können. Vierte Startreihe wäre unser gewesen. Aber wie gesagt, ich glaube, das schaffen wir. Wir haben gesehen, wir haben die Pace. Und gucken, dass wir das im Rennen in gute Punkte verwandeln. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, das wäre es mit dieser Ausgabe gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich unter euch noch umsehen, aber freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.